zu Schabau und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist mal wieder ein Themenvideo. Seit einer ein bisschen langer Zeit dachte ich mir, ist auch mal wieder an der Reihe. Das heißt, kein krasser Schnitt. Wer krassen Schnitt will, schaltet ab. Den Schnitt wird es ja nicht geben. Auf Wiedersehen. Und zwar sprechen wir wieder mal über ein relativ aktuelles Thema. Und zwar über Tanzverbot und Haze, der große Beef. Ihr fragt euch bestimmt, warum sagst du jetzt was dazu? Und ich sag nur so, ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, so dass jeder so sagt, das gibt gerade viele Klicks, du willst nur abstauben, wie das bei der Drachenlord-Sache war. Da hatte ich nicht so viel Bock drauf. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, ein bisschen zu warten, ein paar Informations zu sammeln. Und jetzt können wir die ganze Sache zusammen einflutschen lassen. Und zwar der YouTuber Haze, der in Minecraft dafür bekannt ist, mit Spielmodifikationen, die vom Hersteller Mojang oder Microsoft mittlerweile erlaubt sind, anderen Spielern ein bisschen den Spielspaß kaputt zu machen. Auch besser bekannt als Hex, obwohl Hex eigentlich der falsche Ausdruck dafür ist. Eigentlich sind es nur Modifikationen fürs Spiel. Und Tanzverbot dagegen, der typische, ich sag meine Meinung Typ, auf YouTube, hatten mehr oder weniger einen kleinen Beef auf der Gamescom. Und zwar der YouTuber Haze, der einen Shop für seine Minecraft-Modifikationen besitzt, zum Tanzverbot hingegangen oder zumindest auf der Gamescom ist er immer rumgelaufen und hat da an andere YouTuber auch seine Coupons sozusagen an die hergegeben, so Gutscheine sozusagen, dass du einen Rabatt oder so in seinen Shop bekommst. Und es ist eigentlich gut, weil die Gamescom ist da so ein riesiger Ort, viele Leute überall, die manche da auch Bock drauf haben, das anzunehmen. Also kein Ding, denke ich. Aber darunter war auch der liebe Tanzverbot, der im ersten Moment zwar gar nicht so viel dagegen hatte, aber dann ist Haze so auf dieses Gespräch gekommen. Ja, ich habe mal ein Video gegen dich früher gemacht. Und zwar ging es in diesem Video darum, dass du YouTube sozusagen auch fürs Geld machst, aber jeden YouTuber dafür kritisierst, dass die extrem viel Werbung schalten und bla 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 und Merch haben und so, obwohl er das selbst macht. Darauf Tanzverbot so, ich kann dich gar nicht einordnen. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Oh Gott, ich feiere die Stelle. Und dann hat er ihn geguckt, hat er sozusagen nach ihm geguckt, hat nur seinen Kanal gesehen, hat sich nicht das Video angeschaut und dann sind sie so langsam ins Diskutieren gekommen. Und im Prinzip stand eigentlich immer nur die gleiche Sache im Raum. Tanzverbot tut sich die ganze Zeit dafür rechtfertigen und sagen, nein, nein, ich mache YouTube nicht fürs Geld. Und dann siehst du so einen Haze, der die ganze Zeit gefühlt auf den Eintritt, du machst YouTube fürs Geld. Und es ist ja eigentlich nichts Verwerfliches daran, mit YouTube Geld zu verdienen. Das macht jeder YouTuber im größeren Bereich. Aber es ist verwerflich, selber damit Geld zu verdienen, aber andere YouTuber dafür zu kritisieren, dass sie damit Geld verdienen und es voll ausschlachten, obwohl man das selbst auch macht mit Merchandise und so. Aber kommen wir wieder zur Diskussion zurück. Während der Diskussion wurden beide zunehmend lauter und lauter und lauter. Aber was man in dieser Situation sagen muss, man weiß ja, Tanzverbot ist ein sehr reizbarer Mensch und Haze, wie er ist, hat ihn sehr provoziert und immer weiter hochgetrieben und hochgetrieben und hochgetrieben und hochgetrieben und hochgetrieben. Und irgendwann, Tanzverbot ist halt so ein Mensch. Was ich immer lustig an ihm finde, ist, er sagt, ich bin nicht der Schlägertyp. Ich bin voll nicht der Schlägertyp, ich stehe auch nicht auf Schlägereien und so. Aber jedem Video gefühlt, in dem er eine Ansage oder wenn er Stress mit jemandem hat, sagt er, hey, komm her, ich hau den auf die Schnauze. Oder er hat auch gesagt, dass er dreimal sich fast auf der Gamescom geschlägert hätte. Und ich sag's mal so, ein Typ, der nicht so auf Schlägereien steht, droht nicht immer an, mit jemandem sich zu schlagen und oder schlägt sich dann auch oft mit Leuten oder bietet sich das an. Wie bei Drachenlord zum Beispiel damals. Als dann das Tanzverbot noch so klein auf YouTube war, hat er einfach damals zu Drachenlord gesagt, ja, machen wir einen Termin aus, ich fahre zu dir hin, wenn du willst und dann können wir uns miteinander schlagen. So einfach so, weil die halt gerade so ein Beef hatten. Und da ist Tanzverbot seine Person immer so ein bisschen gespalten. Sonderlich viel ist dann auch in ihrer Diskussion, sage ich mal so, nicht wirklich passiert. Der eine hat dann mal das gesagt und der andere das und dann kam eins zum anderen. Und Tanzverbot hat sich durch Haze dann an irgendeinem Punkt so sehr provoziert gefühlt, dass er ihn seine Red Bull, war das, soweit ich weiß, einfach auf oder vor die Füße hat er geplant, aber es ging auf die Füße, gespuckt hat und auch zu ihm hingegangen ist, um ihn zu schubsen, weil er sich einfach so provoziert gefühlt hat. Und da kommt halt natürlich das wieder rein, was ich gesagt habe, dass Tanzverbot sagt, dass er nicht der aggressive Typ ist, obwohl er es ja eigentlich ist. Oder er spielt nur die Rolle, man weiß es ja. Bei Tanzverbot ehrlich gesagt nie. Was ich noch sagen will, Leute, bevor mir das hier irgendeiner vorschreibt, ich habe beide Videos geguckt. Ich habe auch noch von KuchenTV diese 50 Minuten Reaction auf Haze sein Video geschaut. Haze seine Videos habe ich geguckt und Tanzverbot seine Videos. Oder ich glaube von Tanzverbot war es nur eins. Ich habe alles geguckt, also bin ich bestens über den Tatverhalt informiert. Tanzverbot hat dann natürlich noch das ein oder andere Mal kritisiert, dass
Hacks oder Modifikationen verkauft und das eigentlich ja auch nicht cool ist. Und dann kommen auch wieder so Idioten, die da von hinten reinschreien, es ist aber nur Minecraft. Minecraft ist ein Spiel wie jedes andere Spiel. Und warum ist es verwerflicher, ein CSGO zu hacken oder mit einer Modifikation zu spielen, als Minecraft? Bloß weil Minecraft ein Sandbox-Game ist, was dann nicht dazu ausgelegt war, im PvP zu spielen, aber die Mehrheit der Leute spielt im PvP. Und sogar Mojang und sowas checken ja auch, dass PvP das was ist, was den Spielern wirklich Spaß macht. Also sagt mir mal, Leute, wer heutzutage spielt noch in so einer Singleplayer-Welt? Keine Ahnung, vielleicht noch so ein Gronkh oder so, aber der macht es ja auch schon mit Mods. Also ist diese Aussage vom Haze komplett schwachsinnig, sich damit zu rechtfertigen, dass nur weil es Minecraft ist und ein Sandbox-Game ist, was nicht dazu ausgelegt ist, darin zu hacken, dass man es trotzdem macht. Also ich finde es trotzdem halt nicht cool, aber ich meine, es kann jeder machen, was er will. Fazit zu der ganzen Sache, ich finde den Beef mehr oder weniger war nicht nötig. Die Situation zwischen den beiden hätte auch ganz anders ausgehen können, also hätte auch gar nicht so ausgehen müssen, wie sie jetzt ausgegangen ist. Also im Prinzip eigentlich total unnötig, und wer Recht in diesem Beef hat, es ist keine Sache, wer Recht und Unrecht hat, ist mit Tanzverbot, weil im Prinzip ist es total unnötig und gleichgültig, weil Tanzverbote beschuldigt, bla bla bla, Hayes wird beschuldigt, im Prinzip ist es eigentlich, keiner von den beiden hat jetzt so krass gut argumentiert, obwohl Hayes hat besser argumentiert als Tanzverbot, und das ist klar, deswegen hat Hayes von der Argumentation her und von seinen Argumenten her diesen Beef in der Theorie gewonnen. Das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einer Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Ja, ich hoffe, diese Themenvideos gefallen euch auch mal mit Survival Games im Hintergrund, und da würde ich einfach mal sagen, haut rein, macht's gut, schaut euch die anderen Videos an, lasst ein Abo da und ciao!